Nein, fuck. Das habe ich jetzt übersehen, dass da oben Explosives war. Ich glaube, jetzt kann ich da hinten lang, ne? Das hoffe ich auch. Kann ich hier einfach durch? Ja, nice. Wir sollten uns nach Skids Agenten umsehen. Er braucht vielleicht unsere Hilfe. So, das sind weitere Sandhaie. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es wird jetzt hier kaputt gemacht. Sehr gut. Einfach mit Nahkampf alles töten, sagte er und schoss auf Distanz. Ja, komm schon, getrackt. Ach, guck mal, wie süß, der kommt nicht mal heran an die Reichweite, oder? Weil er Flammenwerfer hatte. Und noch ein Erz sogar bekommen. Ein Erzstück habe ich jetzt auch schon wieder 11. Ach, ich kann einfach gedrückt halten beim Schießen. Toll. Schön, dass mir das auch auffällt. Weil ich habe alles die ganze Zeit einzelgespammt, Taste. Ach, guck mal, das. Doch, der Feuerschuss hat doch Distanz. Erstmal Heilung. Heilung ist wichtig. Nein! Und Explosion! Ich hab's doch kommen sehen. Verdammte Wurst. Komm, schieß ab. So, 4 Schlag brauchte. Perfekt. Achtung, zukünftiger Konsument. Vielen Dank für dein Interesse an Skid McMark Sportscheck. Doch leider zwingt uns deine Weigerung, den Bereich zu räumen, die Konstruktorbots zu aktivieren. Jo, dir auch einen schönen Tag. Halten. Ich verstehe das nicht. Ach, die meinen hier zu halten. Ich dachte schon, in der Säule halten. Doof, doof, doof. Das ist wahrscheinlich ein Rückweg wieder. Würde ich jetzt mal stark behaupten. Wir haben natürlich keine Munition mehr. Jetzt haben wir wieder Munition. Nein, keine Munition. So, aber die sind ja auch mit Nahkampf locker easy. Nein, was mache ich denn schon wieder? Ich sehe doch die Explosionsfässer und laufe da voll rein. Das ist voll doof. Warum mache ich das? Schreibt es in die Comments, falls ihr es wisst, warum ich das mache. So, ich muss hier runter, glaube ich, ne? So, jetzt habe ich es aber gesehen. Mohaha. Sehr gut. Weitere Haifische. Süße kleine Haifische. Ah, da oben ist noch einer. Stirb, du Sau. Ja, Stufe 3. Das krasse ist ja, wir haben gerade Munition wiederbekommen. Ich mache 36% mehr Schaden. Das ist super genial. Das ist toll. Ja, man merkt schon, ne? Die sterben jetzt schon doppelt so schnell fast. Boah, so viele Balls. Krass. Ja, Holo-Kartendeck erhalten.
Irgendeine weitere Karte? So, da wollte ich ja hoch. Was ist das? Explodiert das? Nein. Gut. Sonst hätte es wieder Schaden gemacht. Und dann hätte ich mich wieder geärgert. Ach, guck mal, da ist ja ein Gegner. Das Krasse ist, habt ihr gesehen, er hat seine Maske angezogen, wenn er sein Schweißgerät macht. Das ist auch super süß gemacht, das Spiel ist echt cute. Das ist cute. Ja, komm schon. Und das Krabbeln ist so süß. Zucker, Zucker, Zucker. Apropos Zucker. Morgen, Freitag, kommt offiziell World of Final Fantasy raus. Das ist auch super genial. Böse, böse Haie. Kann ich bestimmt kaputt machen, oder? Nee. Ach verdammt, warum hau ich denn? Der gehört doch zu uns. Nicht doof. Das sind die Gegner. Nicht er. Okay, er produziert sie. Kriege ich den kaputt? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber den kriege ich kaputt. Nein, keine Munition mehr. Doch hier. Also das Spiel ist wirklich toll. Ich kann es nach wie vor nur empfehlen. Es macht super Laune. Man kriegt ein dickes Grinsen, wenn man es spielt, weil es einfach cute, super geil. Es ist toll. Macht Spaß. Kauft's euch, spielt's, genießt es. Werd happy. Blink, flink. Hört mal, mein Klient und ich sind getrennt worden auf unserem etwas hastigen Rückweg zum Schiff. Ich würde ja zu ihm gehen, aber hier wimmelt es von Sandhaien. Würdet ihr mir vielleicht helfen? Nichts zu befürchten, Sir. Die Sandhaie sind beseitigt. Wunderbar, wunderbar, ihr zwei habt Herz. Das kann ich verkaufen. Wir helfen immer gerne. Oh, da war ein Golden Bolt. Auf dem Truckladen. Laster, meine ich. Sehr dankbar. Wo geht's denn als nächstes hin? Zum Krankenhaus, fürchte ich. Muss mein Bein untersuchen lassen. Zum Krankenhaus? Ach, Skid, komm schon. Dir ging's schon schlechter. Was machen wir mit deinen Sponsoren? So langsam kriege ich das Gefühl, dass ich dir egal bin oder sowas. Ach, na schön. Was ist mit dir, Rädchen? Ratchet. Richtig. Wärst du gerne ein Hoverboard-Star? Dieser Infobot gibt dir alle Einzelheiten. Sag einfach, Don Wonderstar schickt dich. Es ist wieder soweit. Der jährliche Blackwater City Hoverboard-Wettbewerb auf Rilga. Sucht ihr nach Nervenkitzel und möchtet eure Hoverboard-Künste vorführen? Dann rast los nach Rilga. Und erlebt den absoluten Kick von Mach 3 auf einem raketenbetriebenen Stück Plastik. Wie spannend ist das Rennen? Hört, was unsere früheren Champions dazu sagen. Das ist so geil inszeniert. Toll. Außer im nächsten Jahr. Ach, da werde ich es wohl nicht schaffen. Ich spüre meine Zähne nicht. Ist das normal? Geil. Holokarten für die Gewinner. Also los, kommt nach Rilga und versucht euer Glück beim extremsten Sportereignis der Galaxie. Und nicht drauf. Ja, cool. Gehen wir da hin. Wir sollten den Rest von Skids Bordcheck untersuchen. Ein Check. Sportcheck von McMax. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Und wahrscheinlich da.
Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich durch hierhin hüpfen. Null Orientierung. So. Also doch hier runter. Beziehungsweise, oder? Ah, okay, ich habe es verstanden. Ich habe es auf der Karte gerade sogar gesehen. Da kann ich jetzt lang. Gut, aber davor tue ich jetzt nochmal die Waffen upgraden. Sofern ich da was kann. Und den kann ich jetzt auch kaufen. Kauf mir den mal. So, und dann machen wir mal den Brenner weiter. Bonus Bolts. Ah, dann kriege ich mehr dadurch. Okay, und was haben wir hier? Munition. Ich denke, wir können jetzt alles voll machen. Erstmal so. Bogoplasma. Brenner Munition aus Munitionskisten bringen dir doppelt so viele Schüsse ein. Wow. Ja, geil. Ja, und dann machen wir die jetzt auch noch voll. Ja, jetzt habe ich alles abgegradet, was nun ging. Und trotzdem ist noch Fortschritt nur bei 70. Ja, das heißt, die anderen Slots gehen vielleicht erst später auf. Ne? Brenner Stufe 3. Ja, das heißt, die anderen Slots gehen später auf. Ja, gut. Das haben wir gemacht und weiter geht's. Also hierhin. Zum Agenten zurückkehren. Verdammt, musste ich hier hin? Jetzt bin ich verwirrt, wo ich hin muss. Ja klar, ich muss hier oben, da wo es, wo dieses Bienenwabe ähnliches Dingsbums ist. Dieser komische Sechskantring. Aber wie komme ich da hin? Ich dachte halt, weil hier vorne so eine komische Krümmung ist, kommt diese komische Krümmung auch hier hin. Weil hier ist es ja auch diese Halbring und Halbring verbunden. Vielleicht komme ich doch von da dahin. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang und stellen dann fest, dass wir vielleicht doch da hinten nicht lang können. Aber das sehe ich dann ja. Ist ja nicht schlimm, erkunden wir ein bisschen. So. Ja. Wir finden es heraus. Ganz easy, locker, einfach. Nein, warum fällt er runter? Ach, Richard. What the hell are you doing? So, hier waren wir schon, natürlich. So, das heißt, wir müssen jetzt da hinten hin, rechts. Ja, hier, ach stimmt, hier das war, wo ich noch erzählt habe, ja, ich schieße jetzt gegen die Wand und bla bla bla. Ja, ich erinnere mich. Sehr gut. Jetzt hatte ich irgendwie total vergessen, dass wir hier lang noch gehen wollten und gar nicht gegangen sind. Ja, sowas. Naja, dann holen wir das jetzt natürlich nach. Weil wir ja auch hier hin müssen. Ich rieche Explosionen. Kaboom. Nee, die betätigen wir mal nicht. Beziehungsweise jetzt. Gibt's ein paar Bolts. Alles für mich. Profi-Surf-Abteilung sagt den geheimen Code, hey Alter, und ihr bekommt 5%.
Yeah, 5%. Ich hoffe, ich bin hier richtig, oder? Ja, ich glaube, ich hankel mich langsam dahin, wo ich hin muss. Hoffentlich. Muss ich jetzt da hoch? Ah, hier. Yahoo, Spider-Man, oh Spider. Wobei das ja eine Spider-Katze ist, oder? Was ist das? Ich weiß es nicht. Also wenn ihr es wirklich wisst, dann schreibt es einfach in die Kommentare, was Clank ist. Sieht aus wie so eine Katze-Mischung, irgendwas Hybrid-mäßiges, I don't know. Hydro-Beamer. Hydro ist Wasser. Ja, geil. Ist das jetzt eine komplett eigene Waffe? Nee, ne? Nee, das ist nur so zum Abfüllen. Hier gibt's doch bestimmt irgendwas. Oh ja, eine Bolt. Ne, erstmal Hochluft. Erstmal Luft, Luft, Luft. So, Luft geholt und nochmal runter. Und hoch. Das war mir so klar, dass es hier was gibt. Aber sowas von. Oh ja, das kann das Duo. Der ursprünglich für verstopfte Valkyrenklos entwickelte Hydrobeamer sollte Ratchet auf seiner Reise durch die Kanalisationen der Galaxie von großem Nutzen. Ja, wir haben jetzt alle Ziele gemacht. Das heißt jetzt. Ah, wie ich gesagt habe, das ist der Rückweg. Das ist genau dieses, wo wir vorhin waren. Ja, da habe ich natürlich ein bisschen mitgedacht. So, und jetzt können wir im Prinzip wieder zurück zum Schiff oder so, glaube ich mal. Weil ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts mehr. Nein! War das keine Abkürzung? Durfte ich da nicht lang? Oh, verdammt.